Wir haben den zweiten Tag vom Splash und Materia ist natürlich auch auf dem Splash, wie jedes Jahr. Ja klar, logisch. Es ist ja quasi dein zweites Wohnzimmer hier. Hier ist Heimat. Ja? Man sieht es jetzt leider schlecht, aber du bist verwundet, du bist verletzt, du blutest. Ja, ich habe mir bei Chefkat seiner Release Party, bisschen kann das ja zeigen, das Bein aufgeschlagen, sieht man das? Da sind Narben, viele Narben, aber ein guter Seemann hat halt auch ein paar Narben. Die letzten Jahre ist es ja eigentlich so gewesen, dass Masimoto/Materia hier jedes Jahr eigentlich für einen der größten Auftritte gesorgt hat. Die Menschen haben darüber geredet, als wäre es eben das Tollste am Splash gewesen, hatte man das Gefühl. Wie groß ist der Druck denn jetzt für dieses Jahr jetzt nochmal einen da drauf zu setzen? Ach, das kann man gar nicht so sagen. Masi ist auch ein Ding für sich und das passt auch zu dem Festival. Masi ist auch hier am Start und versuchen einfach eine geile Show zu machen, abzufeiern, neue Songs zu spielen, 4 Stück. Und, von einfach jetzt, ob die jetzt auf die Platte kommen oder nicht, weiß man nicht. Aber einfach neue Lieder zu machen, Spaß zu haben, den Leuten viel zurückzugeben, weil es auch ein Traum, der in Erfüllung geht, jetzt Headliner zu sein, wo man jetzt kleiner 15-jähriger Junge stand und immer auf diese Bühne wollte und so. Und vor 2 Jahren waren wir Dritter von oben, letztes Jahr Masi Co-Headliner und jetzt halt zum ersten Mal Headliner sein. Das bedeutet einfach große Liebe geben, abfeiern, alle in einem Boot und durchdrehen und eine geile Zeit einfach abfeiern. Ein Herr, der hier heute einen wichtigen Slot hat, ist Damien Davis. Thank God it's Friday, boy! Um 19 Uhr auf der Hauptbühne. Wie hast du es dahin geschafft? Kurz vor der Tagesshow auf jeden Fall. Perfekt. Das Intro zur Tagesshow. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Es ist halt auf jeden Fall eine ganz ganz große Herausforderung. Kannst du dir sicherlich vorstellen, so den Opener, ich mache übelst gerne den Opener. Egal wo, ich spiele am liebsten eigentlich als Erster, wenn alle Leute frisch sind und die Erwartungen nicht so hoch sind. Ich habe halt keine Pyrotechnik, aber ein paar Europahölzer auf jeden Fall. Das ist meine Pyrotechnik, ich habe sie nicht angemeldet und werde wahrscheinlich von der Bühne fliegen, wenn ich ein Streichholz zünde. Du hast uns tollerweise im letzten Jahr, es ist genau ein Jahr her, als allererste exklusiv verraten, dass die Lila Wolken EP kommt. Das ist zum ersten Mal bei 16 Bars der Name überhaupt gefallen. Danach ist es unfassbar erfolgreich gewesen. Gibt es irgendwas, was du dieses Jahr bei uns ankündigen kannst? Ich mache ein neues Materia-Album. Oh, ja, das ist schon mal irgendwas mit zum Glück in die Zukunft oder so? Ja, vielleicht Teil 2, wie bei den Filmen. Aber ich bin im Studio einfach gerade und ich bin jetzt noch nicht, also wir werden ja sicherlich ein ausführliches Interview dann führen, wenn es soweit ist. Aber ich bin jetzt auch gar nicht, ich habe jetzt auch nicht viele Interviews hier gemacht. So einfach, weil ich bin mittendrin am Texten, am Schreiben. Wochenende ist immer Festivalzeit. Und wir sind am Arbeiten gerade. Also morgens bis abends im Studio und aufnehmen und machen und Sound kreieren und wollen halt einen Klassiker machen. Und dafür brauchen wir jetzt die Zeit und die Konzentration. Und hoffen, dass das funktioniert. Wir sind eine große Familie. Das ist echt das Geilste am Splash. Wie cool alle Leute miteinander sind. Das ist echt super. Also bei mir alle außer Fitti. Tut mir leid, Fitti. Du bist auch ein übelst netter Typ. Aber man kann ja nicht mit allen down sein. Was hast du denn gegen Fitti, um nochmal einzuhalten? Ja, es ist so aufdringlich, agentursmäßig. Ich will auf dem Laufsteg überall sein. Mein Aufkleber muss überall sein. Ich denke mir meine Tracks aus. Ich bin der WhatsApper. So Marketing organisiertes Ding. Ich habe die bunte Mütze. Ich will auf Platz 1 der Charts. Ich bin ein Writer, aber hänge auf irgendwelchen Mode- und Agenturspartys rum, das ist für mich nicht writen so. Und meine Writer-Atzen und so, wir feiern das überhaupt nicht und so. So als Musiker, als Mensch, er kann machen, was er will. Alle können ihn hören, wie sie wollen. Ich sag jetzt nur geschmacksmäßig, ist das mir echt zu aufdringlich und zu agentursmäßig, bling bling, Konfetti, Ballermann, die Ein-Mann-Atze mit dem langen Bart. So, nee, konsequent, nein. Vielleicht lernst du ihn ja hier beim Splash noch kennen und dann wirst du ihn auch mögen, da bin ich mir sicher. Ich sage auch, menschlich habe ich damit gar kein Problem. Es geht einfach nur um die Kunst, um das Marketing. Menschlich ist der voll sympathisch. Ich habe mit ihm auch schon mal kurz gequatscht, kein Ding. Es wird niemals eine Art, ich kenne diese Art, das kennt man menschlich sowieso nicht. Du weißt immer nicht, ich könnte auch das größte Arschloch sein. Ich bin auch teilweise auch ein Arschloch, aber das ist halt unsere Künstlerpersönlichkeit. Das gefällt mir einfach überhaupt gar nicht. Also so gar nicht. MC Fitti auf dem Splash 2013. Hallo. Eben noch auf dem Rummel, ne? Wir beide Kettenkarussell, jetzt hier schon wieder vorm MC Fitti-Wagen. Ja, hier ist am schönsten. Hast du das überlebt, das Kettenkarussellfahren, oder ist dir immer noch schlecht? Nee, mir ist jetzt schon ein bisschen besser wieder. Das war Kettenkarussell. Ich hätte es nie gedacht. Ich kenne das immer nur so, ja, so aus so Filmen, weißt du, in Wien oder so, romantisch und so, ne? So haben wir uns das ja auch vorgestellt, ne? Aber Alter, ging es mir schlecht. Kann man das Gefühl irgendwie vergleichen mit der Aufregung, die du jetzt vor dem Auftritt hier auf dem Splash hast? Weil letztes Jahr, muss man ja sagen, war dein Auftritt ja eher so... Guck mal, kann man mal hinschwenken? Das ist der Martin. Ich darf nämlich keine Aufkleber hier auf den Splash kleben. Echt? Und keine Tags machen, dann kriege ich lebenslang Splash-Verbot. Wurde das extra vorher gesagt? Ja, haben sie mir vorhin beim Reingehen da gesagt. Oh, und hältst du dich dran?
ja, es kribbelt mir echt in den Finger, ne? Also mal gucken. Aber wenn ich nächstes Jahr nicht hierher komme, dann fliege ich hier mit dem Helikopter mit Jay-Z zusammen hier rüber. Das ist der Plan. Mal gucken, ne? Was wirst du dir heute noch angucken? Gibt es irgendwelche Acts, die du unbedingt sehen musst? Ja, ich weiß ja nicht, wenn ich alles sehen kann. Ich weiß auch, habe auch keinen Timetable. Ich weiß, Chefkat spielt gleich, da gucke ich natürlich. Sind alle sehr aufgeregt. Ich glaube, Genetik spielen auch super Leute. Feiere ich total ab. Wir haben uns auch kennengelernt, neulich in Saarbrücken, haben wir bei denen gespielt und mit denen zusammen. Hab die eingeladen auf meine, hatte so ein eigenes Festival da. Und sonst weiß ich gar nicht, wer spielt. Wenn Lance Butters oder so, glaube ich, spielt auch. Ist auch super. Aber ich weiß ja nicht, wenn ich alles sehen kann. Ja, du musst heute noch wieder weg. Ja, mein Sohn hat Geburtstag. Deswegen ist es halt scheiße. Also es ist total super, dass er Geburtstag hat, aber ich werde natürlich gerne beim Splash abgefeiert und wie immer, aber geht diesmal nicht. Und es geht natürlich vor, wenn der Sohn einen Geburtstag hat, komme ich ungefähr um 8 morgens früh in Rostock an und um 10 geht es auf eine Pferdekutsche. Nobody's Face auch hier auf dem Splash und ihr werdet heute noch auftreten und wir sind alle ganz gespannt, was wird denn da so passieren? Einiges wird da passieren. Die Welt wird explodieren. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube schon. Ich habe gehört, dass das einer der teuersten Materia-Auftritte aller Zeiten wird. Oh, das wusste ich nicht. Echt? Nee. Ich darf nicht so viel verraten. Nee, stimmt. Aber das wird ja danach ausgestrahlt. Na, hoffen wir es. Ja. Ne? Das wird doch live gestreamt, oder nicht? Der Freitagabend neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ich habe hier noch zwei tolle Menschen getroffen, nämlich Theresa. Hi. Hallo. Und Figo Braslewitsch. Hallo. Hi. Was macht ihr denn beide Schönes auf dem Splash? Du wirst auf jeden Fall noch arbeiten, habe ich gehört. Genau. Heute Abend, 0.30 Uhr auf der Samoa Stage, lege ich mit meinen Jungs Ron und Schuster auf. Und morgen nochmal von 15 bis 17 Uhr auch nochmal. Und bei dir, Figo, bist du nur hier zum Chillen und zum Menschen kennenlernen im Backstage oder hast du auch was zu tun? Man hat mich vergessen sozusagen. Nee, also mir haben sehr viele Freunde angeboten hier. Sneaker Freaker habe ich heute ein bisschen gespielt bei Cypher, morgen End of the Week, vielleicht auch noch ein bisschen was mit auflegen. So, man gewährt mir, also es ist gut. So, ich fühle mich wohl. Ich weiß, das ist jetzt immer so ein bisschen klischee-mäßig, aber du bist ja trotzdem eine der wenigen Frauen hier auf dem Splash, die irgendwie auf der Bühne sind und Dinge tun. Warum ist das so? Neben Iggy. Neben Iggy dann auch tatsächlich die einzige Frau? Okay, man hatte zum Beispiel, Chefkat hatte eine tolle Frauenband dabei, es gibt tolle Background-Sängerinnen, aber so eigenständige Frauen so außer Iggy und dir, die was machen auf der Bühne, ist eher so rar gesät hier, ne? Das stimmt, ja. Ich hatte vorhin schon die Frage und ich glaube, das liegt einfach auch an der Musik. Also im Hausbereich ist es ja vollkommen normal, dass da viele weibliche DJs auflegen und weiß ich nicht, irgendwas hat Hip-Hop, was nicht sehr frauenanziehend ist. Keine Ahnung, ich kann es mir selber nicht erklären. Also ich fühle mich pudelwohl zwischen den Jungs und bin gern hier, von daher. Du weißt ja auch, wie das ist zwischen all den Jungs, von daher ja, wissen wir ja, wie das ist. Nö, ich habe da null Probleme damit. Bars TV auf dem Splash 2013. Heute ist der zweite Abend. Ich habe schon wieder eine Verletzung. Schön den Finger im Dixi-Klo eingeklemmt, ist aber nicht schlimm. Alle Auftritte sind über die Bühne gegangen. Wenn man sich hier mal umguckt, hier ist überall Müll, aber auch ganz viele schöne Erinnerungen an einen wunderbaren Abend. Und jetzt fragen wir mal, was die Menschen so erlebt haben mit Materia und Genetik und all den anderen großartigen Auftritten an diesem Abend. Ja, ja, ja. Ah, willkommen auf dem Splash, ich find's geil. Der Rufmord ist auch da. Oh, und guck mal, da ist der Vortex. Hallo. Hi. Na? Wo kommt ihr denn auf einmal her? Wir waren beim Merchstand. Was habt ihr da gemacht? Ich hab Leuten gesagt, wie sie Sachen am besten kaufen und wie sie es dann am besten weiterverkaufen. Weißt du, das ist so eine Gewinnsache. Habt ihr euch denn auch Auftritte angeguckt oder hier nur Business machen? Marzi? Five Cold Quest. Aber ich hab auch davor noch Dendemann, wo dann noch der eine große Schwarze und der... Sammy Deluxe und Jan Delay. Genau, dieser Seefahrer-Typ, auf jeden Fall. Aber ist geil, ich mag seinen Bart. Naja. Wie geht's dir denn? Hey, mir geht's gut, ich muss auch ein bisschen weiterlaufen hier, ein bisschen fragen, was die Menschen so erlebt haben auf dem Splash. Tu es, voll schön. Ich werde das auch tun. Wow, was ist mit dir los? Ja, ich bin Sweet Ass, Bro. Hast du gerade gerappt? Ja, ein bisschen, ey. Und das ist der Don, ey. Der Don ist im Fernsehen, ey. Hast du an dieser riesigen Masimoto-Tüte gezogen oder was bei dir los? Nein, ich kiffe nicht. Ach so. Nur ein bisschen trinken.
Ja, ein bisschen trinken, dann ist alles sweet ass. Hallo? Geht's dir gut? Ja, mal frei. Du bist ein richtiger Masimoto. Na klar, wir waren da vorne mit dabei. Standst du in der ersten Reihe? Nee, was machen wir? Fünfte Reihe, so. Jetzt erzähl doch mal, was hast du erlebt beim Masimoto-Konzert? Gefühle pur. Also mein Herz ist aufgegangen. Hast du heute auch noch was anderes gesehen und erlebt? Na, Lenz Butters, Genetic, waren alle vorne dabei. Boah. Hi, mit einem Döner. Nein, bist du vis-à-vis? Hi. Ach, du Scheiße, nein, ich glaub's nicht. Hallo. Und du bist ein Hai mit ich einem Döner? Ich bin ein Hai mit einem Döner. Die geilste Sau der Welt. Ach, du Scheiße, Mann. Seit wann essen denn Haie Döner? Ja, immer. Ich hab richtig Hunger. Gibt es irgendwas, also willst du mit diesem Outfit irgendwas sagen? Ist das ein Statement auf dem Splash? Nee, wir hatten einfach Bock. Und mein verdammter... Das heißt, hast du noch mehr Hai-Kumpels ja, dabei? Ja, nee, wir hatten einen Panda, ein Krokodil... Und dann hatten wir noch einen Elefanten, aber die sind alle weg, weil ich was essen wollte, die Penner. Jeez. Verdammte Scheiße, vis-à-vis, ich glaub's nicht. Ich glaub's auch nicht, dass ich einen Hai auf dem Splash treffe. Ich raste aus. Hey! Hey! Mal drücken. Drücken? Oh, du bist so groß, ich weiß gar nicht. Übelst. Aber gestern noch weiß. Ich habe eine Mission gehabt in der Gruppe, ich habe gesagt, ich muss dich treffen, ich habe dich getroffen und jetzt fahre ich mein Leben, Alter. Hast du wenigstens gewettet um irgendwas oder so? Nee, aber die Jungs glauben mir das gar nicht jetzt. Ja, aber geil, Alter. Mach's gut. Habt noch einen schönen Abend und Dankeschön, schönes Splash insgesamt. Dankeschön, ciao. Ciao. Hey, ich erinnere mich vom letzten Jahr. Ja. Pimp, 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 pim